Herzlich willkommen zurück zu We Happy View. Ja, ihr Lieben, ihr seht's, uns geht es nicht so toll, deswegen werden wir mal direkt hier unser Erste-Hilfe-Köfferchen auspacken und uns heilen. So, Herzchen ist verschwunden. Wir haben, also ich habe hier schon mal so ein bisschen eingeräumt, ich habe ein bisschen umgeräumt, den ganzen alten Klumpatsch irgendwie weggetan. Wir haben noch, ja, ein bisschen Platz im Inventar, das heißt also rein theoretisch können wir los. Können mal schauen. Wir sollen, wenn ich das richtig sehe, ich muss zur Britannia-Brücke gelangen. Sie ist der einzige Weg hinaus aus Wellington Wells ans Festland Großbritanniens. Und da wollen wir eigentlich mal hin. Pass auf, hier Ravenshall. Hier, sie gehen wir rein. Distillerie. Ja, das wird aber schwer, ne? Wie viel Uhr haben wir denn eigentlich? Oh, mitten in der Nacht. Eigentlich perfekt. Zugangsluke wollen wir nicht. So, hier mal raus. Müssen wir natürlich ein bisschen aufpassen. Ja, 3 Bilder per Second. Ist eh so, das ist mir schon mittlerweile aufgefallen. Also ich weiß ja nicht, wie viele Jahre das Ding im Early Access war und so weiter. Aber hier gibt es immer noch diverse Problemchen, die eigentlich hätten längst behoben sein müssen. Aber, naja. Man kann als Außenstehender immer direkt so irgendwie... Ne? Nicht wahr? Warte mal. Es ist gerade mal 1 Uhr oder so. Fuck. Dann gehen wir erstmal zur Brücke, wa? Die ist ja auch direkt hier vorne anscheinend. Lass mal schauen. Naja, direkt würde ich jetzt nicht sagen, aber... schon sehr nah. Familie Frosch lässt euch recht herzlich grüßen, wie ihr hört. Geh weg von meinem Müllhaufen. Komm mal hier. Nehmen wir mit. Nehmen wir auch mit. Was hat sie liegen lassen? Nehmen wir mit. Mir gefällt das Setting, mir gefällt die Geschichte an sich. Also ich bin schon angetan, obwohl es hier so ein paar Dinge gibt, die, ja, komme ich nicht so ganz mit klar. Ist aber auch meine persönliche Sache, würde ich sagen. Hat nichts direkt mit dem Game selber zu tun. Ich weiß noch nicht, wie wir an die Bienen rankommen, wie wir an den Honig rankommen werden, aber bestimmt irgendwann mal. Ob wir überhaupt von hier außen drumherum da hinkommen, oder? Ja, doch, scheint so. Wir könnten mal wieder ein paar Heilbalsamen pflanzen und so weiter, ne? Da haben wir gerade mal 2 Stück von. Ah ja, dann müssen wir Nacht haben. Hehe. Das ist so cool, oder? Ist das die? Ja, ja. Erfordert Nacht. Die Geschichte oder der Aufhänger, warum alle die Pillen gefressen haben, ist natürlich der Oberhammer. Für die eigenen Kinder deportiert und so. Naja. Dass man sich da jetzt unbedingt den Zweiten Weltkrieg nehmen musste. Okay. So, rede dich am Bobby vorbei. Da ist es nämlich eventuell, müssen wir hier... Oh, der sieht aber freundlich aus. Ach du meine Güte. Oh, benimm dich. Das ist unsere Aufgabe. So, Stofffetzen, dann wollen wir mal. Lovely day for it. Unfortunately, the bridge is not open at this time. It was working just a minute ago. But the door is broken again. Mm. Mm-hmm. You'll have to wait until it's up again. Do you ever let anybody in? Oh, yes. There's someone in there now. And in the past month? Well, in the past month. Ah! There's a chap in there right now. Yeah, you don't really want anyone back from the Garden District, do you? Well, my wastrel friend. No one goes off their joy, can actually take joy. I mean, would you? Everybody feels better. If that door stays broken, wenn die Tür kaputt bleibt. Us. Everybody. Well, Constable Wright, I suppose now I can tell Central why the bridge keeps breaking down. Central? Ever seen one of these? Oh, bugger me. You know, some sort of undercover bridge inspector. This device detects structural irregularities using shortwave radar. But I don't think it will show me the real problem. Will it, Constable Wright? Look, sir.
You can fix that door, but them wastrels still ain't gonna take their joy. It makes them see eyes everywhere. That's not for you to decide, is it? No, sir. The maintenance hatch is that way, sir. I'd be grateful if you forgot this conversation ever happened. Maybe I will. Maybe I won't. Ja, vielleicht werde ich es, vielleicht aber auch nicht, um es mal... Das hat er gut gemacht, unser Arthur. Um mal in seiner dummen Art und Weise zu bleiben. Wir haben es geschafft. Bugger. If I really was from Central, I'd have the card, wouldn't I? There is another way, though, isn't there? Super. Also wir kämen jetzt da gar nicht längs. Weil wir ja keine Schlüsselkarte haben, da wir ja nicht von der Zentrale sind. Aber was soll's. Es wird auch noch einen anderen Weg geben. Da hat Arthur nämlich absolut recht. So mit der... Was? Please take a number and sit down. There's nobody else here. Please take a number and sit down. Ist ja wie in im wahren Leben. Dann warten wir mal. No serving, 01. Ja, schön. So, wir stehen mal wieder auf. Ich hab die Schnauze voll. Number two. Ach. Now serving number two. Welcome to the rehabilitation center. Actually, I'm just a sort of undercover bridge inspector from Central. See this device? It detects structural... Then you should have no trouble passing the test, should you? Please head through the door there and begin your rehabilitation. Oh mein Gott. Ja... Zurückkehr nach Hamlin Village. Erdgeschoss. Ziehen Sie bitte eine Nummer und warte, bis wir dran sind. Betritt den Aufzug, Rehabilitation, Plätze, Haupttätigkeiten. Das ist aber blöd. Hey, entsorge deine alte Kleidung, nimm deine schöne kalte Dusche, ziehe angemessene, anständige Kleidung an, wirst zur Verfügung gestellt, trage Duft auf, wirf Freude ein, Vanille, Schoko oder Erdbeer, schau mit Onkel Jack, Videoman, hast du ein paar... God. Okay. Ah ja. Ach du liebe Scheiße. Freude auf einmal pro Stunde reduzieren. Please deposit your personal belongings into this box, retaining only your clothes. Bin ich jetzt nicht mit einverstanden? Please continue to the decontamination room. Nehmen wir erstmal wieder direkt alles mit, wenn wir jetzt eben schon mal alles haben ablegen lassen müssen. Discard your clothes. Don't worry, you will be provided with new, proper clothes after decontamination. Lalalalala. Hey Typ! Ah, den kann ich noch nicht mal hauen oder so. Die Wartungsschließfächer sind erwartend leer. Kleidung recyceln. Und dann gehen wir mal in die Ekeldusche. Können wir loslegen? Ein paar Schrauben, bitte alles waschen. Schweine. So, ich bin im Duschraum. Ah. So, gut jetzt, Freunde. Congratulations, you have been decontaminated. Please proceed to the next room and obtain fresh, new, proper, clean clothes. Oh, I hope she's not watching and judging. Das ist doch völlig uninteressant, Alter. Ob dir hier jemand zuguckt oder nicht. Nur ein sauberer Arbeiter ist ein guter Arbeiter. Ach du liebe Scheiße. Don't you look wonderful? Please proceed to the
the next room, in case there is any residual odor of the Garden District on you. Please enjoy this refreshing scent of country flowers. Schade eigentlich. Bleh, ekelhaft, jetzt kommt hier irgendwie so eine... Licorice? Get ready for einfach the most important moment in your rehabilitation. An alle Menschen da draußen, die sich gerne tagtäglich übermäßig mit so einem Scheiß besprühen. Bleibt mir fern. So. Mental Purification, ja, Oh, I must insist that you not traverse the beams of the joy detector without taking your joy, sir. Ah, ja. Oh, damn it. They were serious about taking my joy, weren't they? Wir haben keine Freude. Lovely day for it. What? Wie geil. Wir hatten doch eben die Möglichkeit, irgendwie Joy zu bekommen, ne, oder? Ach. Shit, müssen wir echt Joy nehmen? Das wäre denn das erste Mal, dass wir so Joy nehmen. Puh, Freude macht dich glücklich, aber achte darauf, nicht zu viel zu nehmen. Die Freudesanzeige hilft dir, den Überblick über deine Freudenexperimente zu bewahren. Wenn sich die Freudenanzeige füllt, hast du eine Überdosis genommen und erleidest Strafen für Kampf, Fertigung und Anpassung, bis die Überdosis abgebaut ist. Okay. Wenn du mehr Freude annimmst, wird dir eine Gedächtnisverlustanzeige bei der Freudesanzeige auffallen. Diese Anzeige gibt deinen Gedächtnisverlust an, wenn du zu oft Freude genommen hast. Wenn die Anzeige voll ist, stürzt du ab und leidest unter schlimmen Strafen. Deswegen solltest du Freude strategisch nutzen und nur, wenn es notwendig ist. Ach du Liebe. Was life for noise? Pop a joy. Ja, auch Familie Frosch ist ziemlich negativ angetan. Should clear up soon, I imagine. Right as right. Please head right into the theater and take a seat. Dieser Raum ist nur für das Zeigen von Onkel Jack. Er ist nicht für andere Aktivitäten gedacht. Nutze deine heimelige Hütten, wenn nötig. Achso. Ja. Was auch immer uns damit gesagt werden sollte. Ach du liebe Scheiße. Excellent. Sit tight and enjoy the Machen show. Wir. And now it's time for the Uncle Jack Etiquette Minute. You may be wondering, how can I fit in better in Howland Village? Well, it's easy. To get along, go along. If someone tells you it's a lovely day, agree with them. Because of course, it's always a lovely day in Howland Village, so don't be afraid of talking to people first. They'll appreciate it. Now, I'm assuming, of course, that you're decently dressed. Huh? Clothes make the man, eh? Indeed, naked people have almost no influence at all in society. And don't dress in rags either, or people might think you're a wastrel. Now, what should you do if people are staring at you? Maybe they're asking you if you remember to take your joy. Who cares? Just pop another, and they'll congratulate you and go on about their day. And if things seem to be getting a bit hectic, remember, you can always sit on a bench, relax and open the Hamlin or Quran. Take a load off. No one will bother you when you're sitting on a bench. Unless you've made them very angry. Well, or, I don't know, watch Jack Worthing on television. I hear he's very good. Well, I'm afraid we've come to the end of our time. Tune in tomorrow for another Etiquette Minute with Jack Worthing. That's me. Isn't Uncle Jack wonderful? Yeah, it is wonderful. Now, please proceed to the third floor, where you will be tested on what you've just relearned. Okay. Dann scheint das wirklich so, als hätten wir mehr oder weniger gerade erst das Tutorial abgeschlossen irgendwie. Scheint mir fast so. So, dass wir jetzt quasi mit unserem Erlernten loslegen können. Ich will aufstehen. So. Hat mich jetzt ein bisschen verwirrt. War wie so eine... Ah, wir sind so happy. War wie so eine Dharma-Initiative. Okay, weiter. In den dritten Stock.
Schild. Just a friendly reminder. Uncle Jack don't mention it. But a word to the wise, proper decent people don't like people what is running, jumping, crouching, spying, sneaking, breaking or entering. Such like behaviors man is what we associate darf also with nichts dares. Anderes machen. Avoid them and we shan't have disagreements. Als dumm aus der Wäsche gucken, blöd grinsen und hoffen, dass alles gut wird. Okay. Oh, Quizrunde. Hallo. It's time to play Oh Behave, the game where you show that you're ready to come back to Hamelin Village and behave like a proper decent citizen. Oh, for heaven's sake, they can't be serious. Are you ready to behave? Now, our five guest questioners are going to ask you one question each. All you have to do is show us that you understand how to behave yourself in Wellington Wells. Okay, schauen wir noch mal. Mr. Cashier, what question do you have for our prodigal son or daughter? Lionel Cashier. Glad he's still around. If you want to fit in, you should A. Say hello to everyone you meet, like I do. B. Visit people's houses, whether they're there or not. C. The eyes, the eyes! Die Augen, die Augen. Mal gucken, was passiert. Okay. Player 2, I'm afraid the eyes was not the right answer. Okay, der hat abgeguckt. Mrs. Browning, what would you like to know? If you realize you're wearing rags, should you A. pop a joy, B. put on proper clothes for God's sake, and why not pop a joy, C. why does everything have eyes? B. Richtige Klamotten und Joy. Du wirst mir echt was über den Kopf ziehen. Ja, natürlich. Oh God, the eyes. Die Augen. Deswegen das mit den Augen, weil die Freudlosen, die unwürdig sind, zurückzukehren, immer überall Augen sehen. Dass die wollen, dass der Erfolg hat. If you want to make friends with me, should you A. give me flowers, B. talk about old times, C. stop staring at me, why is everything staring? Ich bringe Ihnen mal Blumen mit, junge Frau. Und er drückt wieder Augen. Augen. Kann man eigentlich sehen, was der drückt? Yes. Do give the ladies a lovely bouquet. They do so love flowers. Oh, yeah. It looks like I have you both, as they say. How disappointing. Alter, was mit dem wohl jetzt gleich passiert? Doctors are here to help you. Hui. Joy, doctors will smell it right away. And they'll give you a quick injection to make your day a lovely one. Dr. Byron, what is your question? What happens when you take too much joy? Hey. You can't find your own house. B. Who cares? See, who cares? Please, God, make them stop staring. Dann, who cares? That's right. Player one. It hardly okay. matters. You might lose a few hours, but sooner or later, you'll find yourself on a bench. No worse for the wear. Oh, player two, today is just not your day, is it? War klar. But you can always come back for a seventh try. And that concludes this
ich es geschafft, ja? Oh, mein Joy nimmt ab. Das ist übel. We're always happy to give you another shot, if you're willing to behave like a decent citizen. Of course we are. Here in Hamlin Village, we're always happy. Das ist schön. Ich bin auch jeden Tag happy. So eine Scheiße hier. Ja, was geht jetzt ab? Welcome, welcome, welcome. It's time to play Oh Behave. Was? The game where you show that you're ready to come back to Hamlin Village. Alter. And behave like a proper decent citizen. Ist jetzt nicht wahr, ne? I passed the test. Oh, for heaven's sake, I'm not going to do Wollte this again. Sagen. How do I get out of here? Are you ready to behave? Now, our five guest questioners are going to ask you one question each. All you have to do is show us that you understand how to behave yourself in Wellington Wells. Aha. Mr. Cashier. Ihr könnt mich mal. Ich mach doch hier nicht euren ganzen Tag hier diesen. Ich hab da wirklich was anderes zu tun. Say hello to everyone you meet, like how you do. B. Visit people's houses, whether they're there or not. C. The eyes, the eyes. So, wollen wir mal abhauen hier aus dem komischen Laden. Das ist der Vorteil an solchen automatisierten Städten. Die bekommen selten was mit. Schade. Klebeband und so weiter. Jetzt müssten wir eigentlich nur noch an unsere, an unser altes, an unser altes Equipment kommen. Cool, wir sind hier wirklich im Background. Im Hintergrund. Okay, hier ist niemand. Grobes Leinentuch. Ah, ich bin so glücklich. Was wohl passiert, wenn gleich die Freude rausgeht? Wie es denn hier wohl aussehen wird? Ach, guck mal. Aha. Ja, los, alles. Aha. Obwohl, das ist ja auch Quark, ne? Hm, die nehmen wir mit. Wir haben sogar schon mehrere temporäre. Ah, kann man das nicht alles einfach rüber tun? Schade. Ich habe immer noch diese Tasche nicht benutzt. Ich bin blöd. Das kann noch ein bisschen dauern, Freunde. Aber warte mal, das sind doch eigentlich alles Lagerteile, ne? Aha, Fertigungsteile. Zum Behälter. So, was können wir denn da noch gebrauchen? Feldflasche. Nähzeug. Obwohl das, gucken wir gleich mal. Wir nehmen erstmal mit. Kann ja immer noch umsortieren. Leere Spritze, Glühbirne. Leere Pillendose, Feder, hier, Bobbynadeln. Nehmen wir alle mit. So, jetzt gucken wir mal eben. Gehen hier raus, da rein. Dann würde ich gerne mal herstellen. Brech, die brauchen wir nicht. Heilbalsam. Dann Dietrich. Ruhig noch einen Reparatursatz herstellen. So. Und wir sind tatsächlich auf der anderen Seite. Geil. Wie voll sind wir? Okay, fast so wie vorher. So, alles durchsucht und raus hier. Das ist der Bekloppte. May I express my delight that you passed the examination, sir? We've not had as many as we'd hoped, sir. Not as many at all. And yet, they say the unexamined life is not worth living. Well, sir, welcome back. Oh, and in case your rustication has been of long duration, please bear in mind there is now a nocturnal curfew. Best be indoors after nightfall, sir. If I want him to bugger off, I bet a nice bottle of scotch would help. Ja. Fuck, Freunde. Was für ein crazy Zeug hier. Oh Gott.
Wir werden gerade begrüßt von einer jubelnden Menge. Couldn't be better, thanks. You remember the last time someone came through? Welcome back to civilization. Beethoven. So from here, I've got to get to St. George's home and then into the parade. Except that I need a letter of transit to get into the parade. Like the one I left on my desk in the parade. Yeah, dumm von dir. I'll get a new one. Wait, the old government printing office was on Maidenholm. Maybe I can break in and steal some blanks. In die Druckerei der Regierung einbrechen. Ich würde gerne mal sowas wie so ein... Ach du liebe Scheiße. Ist das hier alles Seppi? Nein! Nee! Alter, jetzt darf ich noch nicht mal mehr irgendwelche... Fuck! Kann doch jetzt nicht wahr sein. Ich wollte den Scheiß doch gar nicht nehmen. Ich wollte eigentlich hier einbrechen und mir da Kram rausholen. Fuck! Da. Ist die Frage, ob wir... Wir haben jetzt gleich schon 17 Uhr, ob wir hier einen Unterschlupf finden. Giftmüll. Ja, super. Aha, beim Durchgehen wirst du eine Gasmaske zur Hand haben wollen. Ich werde mal so zwischendurch ein bisschen abschweifen hier. Vielleicht finden wir ja noch was. Krass, Freunde. Okay, es scheint keinen zu stören, wenn ich die Mülltonnen durchsuche und so. Da vorne scheint irgendwas... Aha. Die Gendarmerie in Wellington Wells. Ach du liebe Scheiße, guckt euch den Himmel an. Oh Gott. So, wir müssen zur alten Bekanntschaft. Wir dürfen nicht rennen. Oh, wir haben die Überdosis durch. Naja, das glaube ich nicht, dass sich das wirklich gut anfühlt. Friends, Wellies, Countrymen, lend me your ears. Don't you see that our world has gone mad? We're all in the same let's pretend game. We call a rat a cat. And we pretend our shopkeepers are coming back from holiday. And we don't talk about the most important event in our lives. And that is the gates on the bridges. Do you remember when they went back up? I don't. None of us do. But there haven't always been gates, have there? We took down the German gates at the victory. I know, because I walked from Eel Pie to Apple Home then. And weren't my feet sore, eh? Get out of our park! This is no place for free speech. When did we put them back up? I can't remember, but I'll tell you why okay. We did. Vielleicht ein interessanter It's because the rich are robbing us. That's right. We're thin because the parade is fat. Shut up, you sick down a bastard. Black dog, wet blanket. They're eating our bread. They're eating our butter. And they've locked us out so we won't see. That's why you need a letter of transit! You're trying to bring us down, you rotten downer! Wet blanket! Well, it's time to tear down those gates! Tear down these fences! We'll have none of that anarcho-syndicalist trash, thank you! He's actually... telling the truth. Scheiße, jetzt hat er... Oh Gott. Fuck. Für die Wahrheit. Naja, gut, okay, wir werden mal gemütlich jetzt versuchen. That's what you get for telling the truth around here, poor sod. Maybe you're not all bad after all. Ich habe die Arme ein bisschen zu heftig geschwungen. Ich bin tatsächlich ein kleines Stück gelaufen, habt ihr gesehen? Und sofort waren die alle auf mich so. Was ist los mit dir? Was bist du für einer? Krasse Scheiße. Boah, ich fühle mich hier sowas von unwohl, das kann ich euch gar nicht beschreiben. Das haben die gut hingekriegt. Obwohl, das kann ja dann auch mal zu einem Rage-Quit werden, ne? Wenn man sich unwohl fühlt und dann das Spiel ein bisschen hängt oder so. Oh, Mann. The printing office is pretty well buttoned up. I wonder if there's a way in the back.
You know what? Never mind. Next week? Arthur? Arthur Hastings! Lovely day for it. Don't you lovely day for it, me, you idiot. It's me! Sally! Oh, I knew it was you. I mean, the glasses, the hair, the really adorable jacket. Don't ask me how, you're not that awkward little boy anymore, are you? But the way you walk, it's like the mask isn't even there. I just knew. There's Arthur. Sally? You look fantastic. This ancient thing? I've had it 2 weeks. I'm out of my mind with boredom. Green and white checked. Your dress, the last time I saw you. Running out the door. Oh, that horrible gingham dress. Oh, God, that takes you back. You're off your joy. Oh, don't be ridiculous. Oh, ye of little fucking faith. I'm not going to turn you in. Whatever possessed you to go off your joy? Percy. Oh, God. I saw a picture of him. I promised I'd look after him in Germany. I have to go and find him. How are you going to get out? Do you even have a letter of transit? Absolutely. On my desk, in the city. Good Christ. Just tell the policeman that. I'm sure they'll wave you right on through. Yeah, haven't figured that bit out yet. I'm very close with General Bing. Of course you are. No. You always did have a knack for making helpful new friends. I mean, I could go see him and ask him to give you a letter of transit. Don't put the General out on my account. I'm sure you've only so many favours you can ask of him. My God. You still hate me, don't you? Yeah, well, I've only been wondering for the past 14 years. We were 16! How could you? Because I liked him. Because he had that adorable beard. I don't know, there isn't a reason for everything. You're the last bloody person who should be off his joy. I can't believe you are. Believe me. Take enough stuff. Look. Some downer broke into my lab last week. Literally tore the bars off the windows, and the ridiculous thing is I forgot to lock the front door. Point is, it's a horrible, terrible world out there. I just don't see you smashing your way into the city without a great deal of help. Oh, no. Not me. I'm living on the King's Road right now. Of course you are. I couldn't exactly have stayed there, could I? Like, nothing happened. Look, I'm sorry. This isn't what I meant to... Maybe we could help each other. Maybe I could come by when I'm feeling... Und better. Weg ist er. Brilliant. War doch klar, oder? Freunde, wir brauchen einen Unterschlupf. Arse. How about going to the King's Road, knocking on her door and apologizing grievously? And asking nicely for a letter of transit. She knows General Bing. Wird dich aber trotzdem nicht verraten. Oh, was geht denn hier ab? Jetzt steht das Spiel erstmal. Wie lustig. Ja, was soll ich sagen? Backspace zum Überspringen. Egal, was die Jungs da so machen. Wir nehmen mal eben... Wow. So. Oh. Jetzt was bewerfen die mich mit mehr? Oh, den haben wir schon mal um. Sie lachen sich tot. Oh, oh, ich muss jetzt gleich mal was nehmen. Alter, weg hier. Was mache ich denn hier? Nein, 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 nein. Ah, fuck. So, wir müssen mal eben rennen. Und jetzt versuchen wir das zu nehmen. Alter Falter. Okay. Wir haben noch Hunger und Durst. Also ich mach euch alle weg, Freunde. Blocken. Aha. Komm, ich krieg noch einen, du auch noch einen. Hihihihi. So, die ist kaputt. So. Sehr schön. So.
now we see the violence inherent in the system. Krasser Scheiß. Ah, endlich. Du hast keine Freude genommen und das ist doch gut so. So, mal eben versuchen Heilbalsam. Sehr schön. Alter Falter. So, Tasse Tee. Zack, haben wir. Was haben wir noch? Reines Wasser nehmen wir auch mal eben. Dann haben wir Scotch, verfaulte Kartoffel, verfaulter, verschimmeltes Brot, Sandwich. Perfekt. So. Gut geht's uns nicht, aber es ist egal erstmal. So, Nudelholz, geil. Wir brauchen einen Unterschlupf, ne? Wir haben keinen Joy genommen. Und die nachfolgenden Sendungen. Nein, hatte ich nicht. Nothing you need to worry about, Constable. I'll just be on my way. And where is it you're on your way to? Precisely. Just off to see an old friend on St. George. Oh, well, no need to be in such a hurry. The bridge to St. George wird gerade renoviert, ja klar. Under renovations. Oh, for how long? I hesitate to prognosticate, sir. Dr. Faraday's the only one who knows how to fix the ridiculous contraptions on them bridges. Word has been sent, but we've not had the courtesy of a reply. Why don't you, go to Dr. Faraday's house? Because Dr. F has removed to a secret location, the, location which headquarters keeps, secret. All right. I'll ask your headquarters then. You some kind of troublemaker. Stay out of city business. I suppose if I want to go make up with Sally, I need to get Dr. Faraday to come fix his bridge. So I need to visit police headquarters and find out where he's gone. Not risky at all. It's always a little extra complicated with Sally, isn't it? Also hier runter. Wir bräuchten eigentlich einen Unterschlupf, damit ich mal speichern kann, weil dieses Supergame ja nichts anderes kann, als immer in irgendeinem Unterschlupf aufwachen. Und solange wir keinen haben, müsste ich dann... Ja, was müssen wir denn eigentlich? Nochmal alles spielen? Gute Frage. Ich bin mir nicht sicher, ob das so gut ist, wie ich hier so rumlaufe. Und wo soll ich hin? Rednerecke. Ja, ja, super. Wo ist denn... Ah, da. Alles klar. Ja, es wird nicht hier sein, ne? Der arme Redner, der da tot gelabert... Oh, warte mal, wir dürfen nicht ran. Zumindest nicht, wenn irgendein Polizist irgendwo in der Nähe ist. Ich habe meinen Joy genommen, ihr habt es nur falsch gesehen. Komm ich hier rein? Den diensthabenden Offizier fragen. Ich komme da nicht rein. Und dann eben dieser Bug, dass das da einfach gestanden hat. Dass die Jungs mich zwar angreifen würden wollen, aber... Hello. I'm attempting to locate Dr. Faraday. Can you tell me where I can find him? I'm afraid that information is not for public consumption, sir. Na dann. I can tell him where to find Bobby Hickenbotham, though. Oh, for heaven's sake. He's not at the reform club again, is he? He was supposed to go to Ludzung. Well, apparently he feels so guilty that Dr. F has been deprived of the liberties, which are the birthright of every English citizen, he's gonna get his arse spanked. Constable Bevan, I'm not the public. I'm from the Department of Archives, Printing and Recycling. We're conducting an investigation into Dr. Faraday's handling of municipal records relating to the maintenance of the inter-insular bridges. Two requests have already been sent by Miss Bing to your superior requesting this information. If I have to go back to the parade, Miss Bing's next letter regarding this apparently deliberate festinance will include the name of the last person I talked to. Will that be you, Constable, or the chap who keeps the constabulary's address book? In that case, sir, why don't you take the elevator on up to records? They'll sort you out. Thank you. I shall. So, wir werden gleich den Aufzug nehmen und ich verabschiede mich jetzt erstmal. Ist ja alles nicht mehr. Also irgendwie, weiß ich nicht. Oh, das ging jetzt alles ein bisschen zu krass ab. Ich werde jetzt einfach hier das Spiel beenden
Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Mal schauen, wo ich rauskomme. Ist mir nämlich im Moment Wurst. Ich lasse mich doch hier jetzt nicht durch stundenlange Gespräche davon abhalten, unser Geheimversteck zu finden. Und wir haben hier keins. Wir haben hier keins. Okay, ihr Lieben, dann würde ich sagen, passt gut auf euch auf, passt auf eure Lieben auf. Ich bin raus. Danke fürs Reinschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer John die Fool und tschüss.